Weiter geht's bei Timmerborn und wird dieser Damm hier das Projekt 42 retten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und ich hoffe drauf, dass er es retten wird. Und wir machen weiter in Timmerborn. Wir sind in Zyklus 20, Tag 27. Wir haben noch 5 Tage Dürre. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir das hier schaffen werden. Es wird zwar knapp, weil hier demnächst ein paar Pumpen nicht mehr arbeiten, aber unsere Wasserspeicher sind hier überall voll. Die hier sind voll, also von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wir haben alle Umbauarbeiten abgeschlossen und wir arbeiten mittlerweile tatsächlich hier dran. Und zu meiner Schande habe ich anscheinend hier irgendwas vergessen. Nee, die haben die Dinger einfach nur noch nicht zugemacht. Worum auch immer. Okay, sei ihm gegönnt, ist so. Kommen sie da vielleicht nicht ran? Tja, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können tatsächlich mal hier einen Weg drüber machen. Dann sollte es hier mal... Ja, dann geht es hier ein bisschen schneller. Dann gehen sie von allen Seiten ran. Auf jeden Fall haben sie hier genug Arbeit zu tun, unsere Bibers. Hier gibt es nur in Anführungszeichen die Sachen noch zu bauen. Und danach muss tatsächlich mit alles von hier aus gebaut werden. Das ist schon mal ganz gut. Das erspart uns ein wenig das Holz. So, das hier ist noch fertig. Oder muss noch gemacht werden. Dann werden wir uns auch da ein bisschen beeilen. Und da hinten ist alles durch. Das sieht auch teilweise aus, diese Konstruktion hier. Wie in einem Bergwerk. Hauptsache, wir kriegen die Sachen fertig. Und hier vorne wird übrigens auch schon angefangen zu bauen. Das ist genau, was ich meinte. Wir fangen jetzt von zwei Seiten an. Das finde ich sehr gut. Einmal von hier und einmal von hier. Da bauen wir jetzt mit mehreren Bibern dran, weil das in meinen Augen jetzt einfach überhaupt keine Priorität mehr hat. Wichtig ist absolut dieser Damm, dass wir damit so vielen Bibern dran bauen, wie nur irgend möglich. Und jetzt checken wir vor allen Dingen mal die hier ab. Der hat kein Holz mehr. Der hat noch 9 Holz. Und der hat 31 Holz. Ja, also wir haben nach wie vor Holzknappheit. Unter anderem auch, weil er hier sein ganzes Holz nach außen verteilt. Das Problem ist, wir können hier nicht mehr, in meinen Augen nicht mehr Holzfäller machen. Denn wir haben hier einfach nicht genug Holzfäller. Also nicht genug Holz, um noch mehr Holzfäller zu machen. Wir könnten hier vorne ein paar Karotten abholzen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und die noch dazu benutzen. Wo ist denn unser... Na, der kommt da oben noch ran. Und er kommt da nicht ran. Oh je, oh je, oh je. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein echtes Problem. Jetzt haben wir hier... Oh je, da habe ich noch nie dran gedacht. Jetzt haben wir hier natürlich ein echtes Problem, dass uns das Wasser hier ausgeht, ne? Wann sind die tot? In 15 Tagen... Ja, okay, also das passt. Bis dahin haben wir hier wieder Wasser drin, denke ich, hoffe ich. Ja, doch, das sollte, doch, das sollte klappen. 15 Tage noch, dann haben wir hier hoffentlich wieder Wasser drin. Und, tja, jetzt seht ihr, jetzt ist so, weiß ich nicht, ein Fünftel unserer Holzproduktion hier stillgelegt. Wie sieht es denn eigentlich hier drüben aus mit Holz? Ja, hier haben wir ein ähnliches Problem. Aber hier wächst ja das Holz, ne? Also... Es wird ja nachproduziert, aber wir haben tatsächlich echt Probleme. Und, oh Leute, unser Schlammbad ist fertig. Guckt mal. Ist das cool? Sehr schön. Building Lack of Power. Genau, da ist eins. Und da, das ist klar. Darum haben wir uns, darum kümmern wir uns später. Moment, aber keine Ahnung. Echt, wir haben hier so wenig Arbeiter. Oh Gott. Wie viele Biber fehlen uns denn hier? Jetzt bin ich ja tatsächlich dezent geschockt, dass wir hier so wenig Biber haben. Da ist keiner drin. Haben wir hier noch irgendwo eins stehen? Okay, da sind noch ein paar drin. Ja. Ja. Das ist natürlich doof, aber okay. Ist nicht zu ändern. Wie sieht es hier vorne aus? Oh, sehr gut. Er ist fertig. Und das sind die letzten Holzscheite, die unsere Biber hier bringen. Und es ist fertig. Der Damm ist geschlossen. Oh, ist das cool. Das erste Mal tatsächlich, dass der Bereich hier komplett fertig ist. Das ist ziemlich, ziemlich nice.
Und jetzt kümmern sich alle Biber mit vereinten Kräften darum, dieses monumentale Meisterwerk noch fertig zu bekommen. Ich glaube aber nicht daran, dass das in dieser Dürreperiode noch was wird. Wir brauchen einfach mal eine Dürre, die weniger Wasser hat. Also die mehr Wasser hat und weniger, ja, Zeug. Wie nennen wir das? Trockenheit, genau. Okay. Ja, wir müssen irgendwas in unserer Holzversorgung ändern. Wir versorgen jetzt schon beide aus diesen Zentren mit, ne? Aber hier gibt es immer noch genug Holz in den beiden. Und insgesamt haben wir zu wenig. 37. 13. Er kriegt gar nichts. Wieso kriegt er denn überhaupt gar kein Holz? Was wir natürlich machen könnten, wäre hier oben die Bäume abholzen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann ziehen wir uns mal da eine Flagge hin. Machen die Bäume da weg. Und dann werden wir den hier mal priorisieren. So. Sir Scissor ist gestorben. Mein Lieber, du wirst natürlich auch direkt ersetzt. Sir Scissor in der Generation 5. Ich gucke nochmal. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Okay. Gut, wir versuchen uns mal hier an Holz ranzustehlen. Wir könnten das Gleiche tatsächlich ja mit ihm machen. Was hält uns denn davon ab, hier tatsächlich erstmal zu sagen, wir bauen das nicht. Und dort einfach ein Holzfäller reinzusetzen. Wieso auch immer der jetzt in die Richtung geht. Ja, wir müssten da was abholzen, ne? Wir nehmen die auch nochmal weg hier. Dann führen wir mal den Weg da rein. So. Dann machen wir bitte den Holzfäller einmal dahin. Und dann definieren wir einmal den Bereich für Holz. Okay, bitte einmal priorisieren. Hat er das jetzt gemacht? Ja. Und dann brauchen wir einmal bei dir Priorität. Und du bekommst Arbeitspriorität hoch. Sehr schön. Gut. Dann produzieren die jetzt hier ein bisschen Holz nach und selbst. Er hier unten produziert jetzt ein bisschen Holz selbst. Das werden wir mal, zack, maximale Priorität legen. Dann arbeiten hier nur noch, was, nur noch einer? Das ist ja unglaublich. Drei offene Stellen. Das ist ja Wahnsinn. Wieso? Ist ja kein Wunder, dass da so wenig passiert. Haben wir irgendwo wieder Arbeitslose? Vier? Wo denn hier vielleicht? Okay, hier mit Sicherheit nicht. Da, ne? Okay, also. Schicken wir einmal zwei nach Distrikt 9. Ne, drei. Dass die hier wirklich arbeiten. Denn das ist ja wichtig. Die müssen ja hiermit arbeiten. Okay, das heißt, ihr bekommt ein bisschen Holz dazu. Sehr schön. Ihr bekommt Holz hoffentlich auch. Könnt ihr euch aber jetzt auch zu 100% hier auf diese Seite konzentrieren und ihr könnt euch da auch mit drauf konzentrieren. Sehr schön. So, Wasser. Ja, sieht noch gut aus. Also, der Kanal hier vorne rettet echt Leben, ne? Dadurch, dass wir dieses ganze Wasser hier mit anzapfen, saugen wir das da quasi auch noch mit raus. Also, das rettet uns echt das rettet uns echt den Allerwertesten. Das muss man ehrlich mal sagen. 0,63er Wasser haben wir hier auch. Das heißt, der Plan funktioniert auch für 30 Tage. Für unsere Megadürre. Aus irgendwelchen Gründen arbeiten sie jetzt hier tatsächlich nicht weiter. Ach, weil sie da nicht rankommen. Na.
Natürlich, ach Gott. Einmal dahin bitte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann müssen wir den tatsächlich auch einmal priorisieren. So, ach Gott. An was man nicht alles denken muss. So. Lack of Materials, das ist der Spatterdog Grill. Haben wir wieder Probleme? Nee, wir sind bei 100. Wie sieht es mit den Ahornküchlein aus? Ja, die gehen uns tatsächlich aus, weil wir keinen Ahornsirup mehr haben. Ach, schau einer, guck. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann müssen wir tatsächlich ein paar mehr Ahornbäume stehen lassen. Oh Gott, wo kriegen wir denn jetzt mehr Ahornsirup her? Wie könnten uns das... Ich meine, hier gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Ahornbäume, wo man so ein bisschen was absaugen kann. Wir könnten natürlich hier unten auch noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube, wir haben tatsächlich hier ein paar zu viele Sachen gepflanzt. Wir machen mal... Da wir jetzt ja genug Essen haben, hoffentlich... Machen wir mal hier eine Reihe weg. So. Ja, vielleicht sogar noch eine Reihe. Okay. Und an der Reihe gucken wir mal, dass wir dort Ahornbäume pflanzen. Und die nicht wegmachen. Dass wir dort Ahornsirup produzieren können. Dass wir da ein bisschen mehr bauen, weil das ist echt ein Problem. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wir können natürlich hier auch nicht so viele Bäume jetzt... also nicht zum Abholzen markieren. Wir können hier noch ein paar reinmachen. Das ist kein Problem. Aber so viel mehr können wir jetzt auch nicht wegmachen oder nicht markieren, weil die ja auch wachsen müssen. Ne? Also wir brauchen die Bäume ja auch. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. So, da wird jetzt weitergebaut. Ich hoffe, dass die hier an diese Ecke rankommen. Das wäre sehr ärgerlich, wenn das nicht klappt. Okay. Schwierig, schwierig. Also, wie sieht es hier vorne aus? Der Damm entsteht. Ja, das sieht jetzt gut aus. Jetzt haben wir hier Gott sei Dank eine etwas höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Zumindest solange wir hier vorne noch Holz haben. Wie sieht es hier aus? Ja, guck mal, er Holz jetzt auch gut ab. Ah, komm, die kommen gar nicht hinterher, hier alles zu verbauen. Das ist doch super. Das ist doch perfekt. Okay, sehr schön. Also, da haben wir jetzt auch ein bisschen höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Er könnte sich theoretisch... Nee, komm, das passt. Ich komme da überall ran. Ja, okay, super. Und, oh Gott, wir haben tatsächlich vergessen, die neuen Sachen hier einmal zu priorisieren, bitte. So, das muss natürlich auch alles priorisiert werden. Und die Sachen hier auch. Okay. Tja, dann hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Dürre hier fertig werden. Und jetzt sehen wir übrigens schon, wie das Wasser hier wirklich konstant reinfließt, hier hinten. Und dieser ganze Bereich hier über unseren Tunnel, unseren Graben, den wir hier gebaut haben, jetzt konstant diesen Bereich versorgt und die Pumpen das kostbare Nass hier raussaugen. Also das hat doch schon eine ganze Menge gebracht. Aber wir brauchen, und auch da müssen wir uns nichts vormachen, wenn jetzt nochmal so eine Horrordürre kommt, dann wird es, glaube ich, echt zu eng. Also wir bräuchten jetzt wirklich mal so eine 18-Tage-Dürre. Da hätte ich jetzt mal nichts gegen. So, ich hoffe inständig, dass wir jetzt vom Dürregott mal verschont werden und wir hier tatsächlich mal eine andere Dürre bekommen. Und diese Probleme mit dem Ahornsirup, das kriegen wir hier auch in den Griff. Wir werden hier noch ein bisschen produzieren. Hier werden wir ein paar Ahornbäume jetzt pflanzen und eine Ahornsirup-Produktion starten. Hier vorne. Und das werden wir dann rüberliefern über eins der Verteilungszentren. Das kriegen wir schon hin. Okay, so. Jetzt muss ich mal checken, wo das überhaupt war. Wood Tapper. Dort einmal bitte. Ein Weg dahin. Und dann werden wir hier vorne jetzt Ahornbäume pflanzen. Super Sauer 5 ist gestorben. Einmal kurz Pause bitte. Gott, wir haben noch nicht mal die Nussbäume. Das ist unglaublich.
einmal die dort pflanzen. Und die sind, glaube ich, nicht zum Fällen markiert. Genau. So, das dauert jetzt natürlich eine ganze Zeit, bis die hier was machen. Der kann natürlich dann auch hier oben noch was mitmachen. Da kommt dann natürlich auch mit dran. Aber das sieht dann schon mal ganz gut aus. Und jetzt werden wir erstmal den guten Kemal, den hat es auch erwischt. So. Kemal in Generation 5. Und dich bitte auch. Du wirst... Oh, die erste Generation 6 ist das, glaube ich, oder? Super sauer, nicht Dauer. Sauer in der Generation 6. Alles klar. So, dich haben wir auch. Und Link ist älter geworden, Kardinal. Genau, sehr schön. Gut, und oh Leute, guckt mal, hier vorne sieht es auch schon sehr gut aus. Das sieht, ja, das sieht tatsächlich schön aus. Wenn wir das hier fertig haben, dann sollte da auch, ja, hoffentlich, sollte uns auch helfen. Und die Dürre ist vorbei, das Wasser kommt wieder und die Seen laufen voll. Oh, ist das ein tolles Bild. Das ist auch ein Bild für die Götter. Dass endlich das Wasser hier wiederkommt. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das freut mich wirklich, dass wir diese Dürre hier überlebt haben. Und endlich das Wasser wiederkommt. Jetzt können wir mal einmal fix durch die Sachen hier durchgehen. Ihm fehlt, ja klar, die Ahornküchlein. Die hat er hier auch nicht. Er auch nicht. Logischerweise. Ja, da müssen wir gucken, dass wir zulegen. Ansonsten sieht es mit dem Holz noch ganz gut aus. Die haben jetzt hier tatsächlich eine konstante Holzproduktion. Da wird es tatsächlich bald zu Ende sein. Ansonsten könnten wir überlegen, dass wir da noch was mitmachen. Er hat aber auch noch genug. Okay, also, da haben wir erstmal noch ein bisschen Holz, was wir machen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier auch genügend Sachen haben. Und jetzt können wir auch hier mit normaler Priorität weiterbauen. So. Und dort auch einmal einen Weg draufsetzen. Aber schon. Alles klar. Chris Luva ist gestorben. Du wirst natürlich auch direkt ersetzt, mein Lieber. Chris Luva in der Generation... Oh, du bist auch schon eine 6er Generation. Sehr schön. Wo ist denn auch noch irgendjemand verloren? Nein, im Moment nicht. Okay, gut. Also hier, er läuft voll. Er hat tatsächlich noch 0,48. Wir können hier schon mal auf 0,5 machen. Und hier auf 2,5, das passt. Und ihn machen wir erstmal auf 3. Okay. Dass hier tatsächlich das ganze Wasser erstmal hier reinläuft. Also hier oben, um die mache ich mir keine Sorgen. Das hier eigentlich auch nicht, da haben wir auch genügend. Die Pumpen laufen dann auch gleich wieder. Er hat auch noch genug Wasser, das läuft hier gerade so und so alles rein. Und sobald das hier hoffentlich fertig ist, können wir das ganze Wasser auch ein bisschen besser ansparen. Und jetzt wird es hier oben auch wieder nass. Wunderbar. Okay, also das ist fertig. Also, die Projekte 42 nähern sich der Fertigstellung. Und ich hoffe mal, dass sie jetzt da unten rankommen. Aber es nicht schlimm wäre, ne, wenn sie da nicht rankommen. Weil das eh die Ecke ist. Aber wir werden sehen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass sie das nicht schaffen. Wie sieht es hier aus? Ja, das kriegen sie noch hin. Okay, gut. Also, hier vorne wird bewässert. Hier läuft das Wasser rein. Sehr schön. Ja. Es freut mich. Das läuft jetzt hier tatsächlich mal. Das ist gut. Hier vorne haben wir hoffentlich auch genug Wasser. Tja, jetzt können wir wirklich nur die Daumen drücken, dass die nächste Dürre ein bisschen kürzer wird. Und dass wir hier wirklich genug Wasser haben, was wir jetzt hier anspeichern können. Denn noch ist unser Tank hier nicht fertig. Und ich habe echt Angst, dass das hier zu langsam geht. Aber man weiß es nicht. Man wird sehen. Wir werden auf jeden Fall kein Wasser verschwenden. Wir werden auch hier jetzt erstmal nichts reinfüllen. Das werden wir erst machen, wenn der große Speicher voll ist. So, wie voll ist es hier?
Hier fängt es jetzt gleich an. Genau, das ist das, was ich meinte. Wenn er jetzt hier zu voll wird, dann ist der hier tatsächlich nicht, also er flutet nicht. Und hier läuft es jetzt automatisch drüber. Und hier läuft es jetzt automatisch raus, hier mit rein, weil das Ding zu voll ist. Und so genau so habe ich mir das vorgestellt. Du machst nichts und es läuft automatisch in die richtige Richtung. Genau so soll das sein. So. Wie sieht es mit dem Ahornsirup aus? Er hat einen Job. Oh, er hat auch schon alles abgeerntet. Oh, das ist gut. Dann werden wir jetzt mal mit dem einen Transportbüro, was Timbaland versorgt. Timbaland bitte ebenfalls mit Ahornsirup versorgen. Zack. So. Das könnt ihr einfach mit rübernehmen. Sehr schön. Gut. Passt. Wunderbar. Also, jetzt müssen wir nur mal den Einsatz verpassen, dass er hier vor allen Dingen auch voll bleibt. Ja, das wäre wichtig. Dass wir da tatsächlich nicht zu viel Wasser reinschaufeln. Ansonsten, wie sieht es hier hinten aus? Ja, da wird das Holz abgebaut. Hier ist es auch, wenn wir zumindest die Ebene hier voll kriegen. Wenn wir zumindest ein, zwei Ebenen hinkriegen, das wäre zumindest ja schon mal was, ja. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Wasser, was wir hier speichern. Naja. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ich hoffe es echt. Wir werden es gleich erfahren, wenn der Tag rum ist. So. Wasserhöhe. 88, das sieht noch gut aus. Und diese Kartoffeln hier, die stören mich. Wir werden das mal beenden. Kommt da eigentlich irgendeiner ran, wenn ich hier noch einen Weg baue? Kommt er da ran? Nee. Er müsste jetzt rankommen. Okay. Dann machen wir die auch mal weg. Und bitte... Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben genau 6 Tage Zeit, um das ganze Ding hier um das Ding zu speichern. Unglaublich. Na, ich wollte in die Prioritäten gehen, bitte. So. Tja, gut. Gucken wir mal, wie viel Wasser wir gespeichert bekommen. Dann werden wir tatsächlich dich als allerletztes bauen. Im schlimmsten Fall reißen wir den sogar wieder ab. Da müssen wir, also das müssen wir tatsächlich nach der Dürre bauen. So, oh, jetzt haben wir tatsächlich genau das erreicht, was ich nicht wollte. Ah, Mist. Jetzt ist der schon voll. Und hier setzen wir bitte auf 2,5, dass das ganze Wasser jetzt da raussifft. Okay, gut. Hoffen wir mal, dass das klappt. Wunderbar. Also, da lassen wir jetzt das ganze Wasser mit reinlaufen. Hier läuft immer noch was rein. Ja, weil wir zu voll sind, ne? Okay, jetzt ist es vorbei. Wunderbar. Also, mehr Wasser verschwenden wir nicht. Hier ist alles voll. Ertrunken trotz zu viel Wasser. Naja. Tja, also, ihr Lieben, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Unsere Wasserreserven sehen erstmal auf den ersten Blick gut aus. Und wir hoffen einfach mal, dass die nächste Dürre keine 30-Tage-Dürre wird. Tja, wenn doch, dann sieht's echt düster aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.